Das war eigentlich dann erst 1968, 69. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mit meiner Frau einen Plan, über Jugoslawien nach Österreich zu flüchten. Es gab dort zu dieser Zeit noch einige wenige Reisen, die nach Jugoslawien führten. Es gab wohl über Jugendtourist noch einige Reisen, die bekam man zwar sehr schwer, aber es gab hin und wieder solche Reisen. Und meine Frau und ich hatten uns um so eine Wintersportreise in die Nähe von Sarajevo, ganz im Süden von Jugoslawien, bemüht. Und wir bekamen auch diese Reise. Aber wir brauchten eigentlich einen, der uns von Südjugoslawien bis an die österreichische Grenze fährt, denn das sind riesige Entfernungen. Und das sollte ein Westberliner Freund von uns machen. Den hatten wir kurz vorher in der Tatra beim Skifahren kennengelernt. Und mit dem haben wir uns dann nochmal getroffen am Hermsdorfer Kreuz. Und diese ganze Geschichte am Hermsdorfer Kreuz ist schon abgehört und überwacht worden von der Stasi. Aufgrund der Tatsache, dass ich seit 1965 im Visier der Stasi war. Ich habe das aber nicht gewusst, dass das so weit ginge, dass man mich eben auf einem auf einer Autobahnraststätte überwacht und inwieweit man da überwachen kann. Und dieser Freund hatte sich auch bereit erklärt, uns in Südjugoslawien bei Sarajevo abzuholen und in einer Nacht- und Nebelaktion so weit wie möglich Richtung Österreich zu fahren. Jedenfalls, ich glaube, eine Woche vor Antritt der Reise ist uns die Reise ohne Angabe von Gründen abgesagt worden. Natürlich vom Reisebüro, nicht von der Staatssicherheit. Ich habe mich dann noch bei der Volkspolizei beschwert und die Volkspolizei konnte uns auch keine Gründe darlegen. Es war also hundertprozentig die Stasi im Hintergrund, die das unterbunden hat. Man hatte uns auch beobachtet, dass ich aus unserem Haus schon einige wichtige Dinge, die uns lieb waren, in einer Nacht- und Nebelaktion zu meiner Mutter gebracht habe, auf dem Boden. Der Mutter hatten wir nichts verraten. Und das ist dann später, einige Jahre später, bin ich dann erst von der Staatssicherheit abgeholt worden zu einem Verhör. Und da ist das alles zur Sprache gekommen. Da habe ich gemerkt, wie viel die schon wussten und dass ich doch einiges zugeben musste. Ich hatte zwar nie zugegeben, dass ich flüchten wollte. Ich habe gesagt, es kann die Möglichkeit sein, dass ich mit der Frau da unten abgehauen wäre, aber ich glaube nicht, dass sie das über das Herz gebracht hätte. Meine Frau hätte dann letztendlich doch nicht den Mut gehabt, alles zu verlassen. Und ich bin einen Tag bis in den späten Abend von der Stasi in Suhl im Gefängnis verhört worden und man wollte mich dann umpolen als Mitarbeiter der Stasi und das habe ich abgelehnt. Und von da an hatte ich natürlich überhaupt keine Chancen mehr in der DDR. Beruflich und auch reisemäßig und so weiter. Und für mich war es dann noch mehr klar, nur der Weg nach dem Westen führt noch zu einem einigermaßen Leben. Ich hatte dann versucht, Ausreiseanträge zu stellen mit der Familie. Inzwischen war ja die Sandra geboren, deshalb hat man die Frau auch nicht ins Gefängnis gesperrt, sondern nur mich alleine, weil die Sandra erst ein halbes Jahr alt war. Und wir haben eben dann Jahre später Ausreiseanträge gestellt.